Hello and welcome back at Fiedler's Atelier. Fiedler's Atelier. Ja, eigentlich nicht Fiedler's Atelier, sondern Fiedler's Sleeping Room. Und hier möchte ich euch präsentieren. Ich bin gestern Abend fertig geworden. Mein neues Superbett. Ich finde es richtig, richtig geil. Vor allen Dingen, wenn man sich daran vorbei bewegt, verändert sich das immer. Es gibt ganz viele interessante Momente in dem Bild. Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Da könnte man doch jetzt wirklich sagen, Malerei auf ein neues Level gebracht. Das ist doch wirklich interessant, weil es ist so ein Mittelding aus Skulptur und Malerei. Geil. Ich bin sehr zufrieden damit. Und jetzt gehen wir wirklich in Fiedlers Atelier. Und hier drüben ist schon das nächste Ding in den Startlöchern. Da habe ich in der Schule drin gearbeitet. Und ja, das ist quasi immer der Anfang. Allerdings bin ich noch nicht so richtig fertig und da ist auch was passiert. Ich habe es auf dem Fahrrad transportiert und es hat ja gestern stark geregnet und dann ist das Papier nass geworden, aber das war eigentlich gar nicht schlimm, weil es ist jetzt so ein bisschen gewellt und das finde ich eigentlich ganz interessant. Aber naja, wir werden sehen. Da werde ich heute Abend nochmal dran weiterarbeiten und ich bin vor allen Dingen gespannt, was mit diesen... Also ich habe ja diesen Faible für Gold. Mal schauen, das wird das neue Bild. So. Heute wieder eine kleine Roomtour. Hier ist meine Küche. Und ich habe eine neue Aufgabe bekommen, und zwar New York. Ich kann jetzt auch seinen Namen nennen, der Hugo hat mir dieses Bild geschickt, was ich jetzt mal zeichnen soll. Und würde ich sagen, fange ich jetzt einfach mal ein bisschen an. Bei solchen Landschaftsbildern ist es immer wichtig, dass man ganz am Anfang super grob ist. Und damit man einfach erstmal die Größenverhältnisse richtig hinkriegt. Also ich achte jetzt hier überhaupt nicht auf Details, sondern gucke einfach nur, ob ich ungefähr hier das gleiche Problem hat man auch oft, wenn man also eigentlich bei jedem Bild, dass man man muss erstmal vom Groben ins Feine gehen, weil wenn man sich in irgendeinem Detail festbeißt und da zu viel Aufmerksamkeit in eine Ecke steckt, dann hat man irgendwann vielleicht jetzt mal dieses Haus da hinten. Das hätte ich jetzt super gut gemalt, aber hätte darüber den ganzen, das Gesamtbild würde ich gar nicht mehr sehen und dann wäre vielleicht dieses eine Detail viel zu groß. Übrigens, wir haben Osterferien! Yeah, endlich! Osterferien! Juhu! Ja, ich habe jetzt keinen Urlaub geplant. Ich habe sowieso eine Woche, eine Projektwoche. Da werden wir ein bisschen... Ja, was machen wir wohl? Wir malen. Da freue ich mich auch drauf. Aber jetzt habe ich erstmal die erste Ferienwoche komplett frei. Und ja, ich weiß noch nicht, was ich da mache. Wahrscheinlich einfach ein bisschen entspannen, ein bisschen in die Natur, ein bisschen gut gehen lassen. Das ist jetzt hier der Freedom Tower. So ungefähr würde ich sagen. So. Mhm. Ja, tja,
da muss ich jetzt hier ein wenig, also das geht nicht so ratzfatz. Bei dem Gesicht ist es einfacher, weil da kann man in wenigen Strichen ungefähr das Gesicht erahnen. Jetzt bei solchen Bildern aber ist das ein bisschen komplizierter. Ja, und also wenn ihr das selber mal probiert, macht's wie ich. Macht ganz, 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 ganz vorsichtig. Und dann, also ganz grob, nur so ein paar schemenhafte Striche und dann versucht euch vom Groben ins Feine vorzuarbeiten. Aber das dauert halt, weil da hat mir der Hugo hier mal wirklich wieder mal eine nicht ganz einfache Aufgabe gestellt. Deshalb werde ich hier auch auf gar keinen Fall fertig werden. Aber ich glaube, so langsam, ja, man sieht es ein bisschen. Na? New York. In diesem Sinne, macht ein paar schöne Sachen in den Ferien. Und ich werde weiterhin mein tägliches, mein Video-Vlog machen. Und da könnt ihr weiterhin sehen, wie meine Bilder sich so entwickeln. Und wenn ihr irgendwelche Aufgaben an mich habt, irgendwelche Wünsche, was ich malen soll, total gerne, weil davon lebt ja dieses Atelier. Dann bis morgen. Ciao.